So, willkommen zurück bei Risen. Wir haben uns hier ja in der letzten Folge in die Hafenstadt begeben. Egal. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Hafenstadt, haben hier mit Delgado zuerst gesprochen und jetzt damit Sabrosa und haben feststellen müssen, dass wir tatsächlich der etwas unsympathischen Inquisition weiterhelfen müssen, um unser Ziel Magier zu erreichen. Und da hinten sehe ich gerade eine Pflanze, nehme ich mit. Das heißt, wir müssen jetzt trotzdem hier irgendeinem Händler Gold abnehmen, das wir aber nicht Delgado, sondern Sabrosa geben. Von dem wir dann, glaube ich, einen Anteil erhalten oder so ähnlich. Und zuerst müssen wir mal den Eldler finden. Hier haben wir mal Elias. Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Aha. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Aha, und wieso? Was ist mit denn mit Costa? Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Das klingt nicht gut. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt drei Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Zeig mal. Lass mal deine Waren sehen. Schau, was der hat. Ja, nicht viel. Eindeutig. Danke, lieber Elias, aber bringt mir mal ein Kraut. Eine Mana-Wurzel. Ist das noch ein Kraut? Ja. Ach, das ist also Costa. Willkommen, ich bin Costa, der Pfandleier. Ach, Pfandleier. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann's dir besorgen. Was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Wow. Wo bekommst du deine Waren her? Da keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Wie meinst du das? Die Bauern. Die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Für ein paar Goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes Hab und Gut. Wow, das ist aber ein sympathischer und freundlicher Zeitgenosse. Du beutest die Bauern aus. Ausbeuten? Hey, niemand zwingt sie an mich zu verkaufen. Wenn sie glauben, sie müssen ihren Familienschmuck gegen ein warmes Bett eintauschen, ist das ihr Problem. Ja, es ist so unschuldig. Wenn sie Almosen wollen, sollen sie zur Bankschwur gehen. Ich mache Geschäfte und habe nichts zu verschenken. Habe ich gerade an die Niki Lauda-Werbung denken müssen. Wo kann ich schlafen? Es ist keine gute Idee, einfach so in wildfremden Betten zu übernachten. Damit handelst du dir nur Ärger ein, aber du kannst bei mir schlafen. Im oberen Stockwerk stehen ein paar Betten. Ich verlange nicht viel dafür. 30 Goldmünzen. Dafür sind meine Betten sauber und du kannst ruhigen Gewissens schlafen. Ja, toll. Das sagen wir lieber noch nicht mit Delgado, weil ich glaube, ist das sein... Ja, ich denke, das ist sein Aufpasser und wenn mit dem fertig zu werden, ja, toll. Eine einfache Truhe. Na, dann reden wir mit ihm, wenn er die Truhe gerade besetzt. Hi. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Worauf passt du auf? Auf Costa, er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Arbeitest du für Costa? Ei, hier verdiene ich wenigstens ein bisschen Gold. Unten am Hafen ist nichts mehr zu holen. Keine Schiffe, keine Arbeit. Dann doch lieber hier aufpassen.
Natürlich. Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Ich glaube kaum, dass wir mit dem fertig werden. Aber man kann es mal versuchen. Zeig mir, wie gut du bist. Was? Du willst dich hier mit mir prügeln? Ich werde es bereuen. Ja, komm her. Gut, dann schauen wir mal, wie gut du bist. Bringen wir es hinter uns! Ein Kampf! Seht euch das an! Los doch! Los doch! Könnte hinhauen. Noch nicht. Ja! Ich treibe mal da hier hinauf. Keine Gnade! Blocken! In die Ecke treiben. In die Ecke treiben, habe ich gesagt. Fuller, du Sack. Oh Gott. Okay, jetzt auf Vorsicht. Auf äußerste Vorsicht. Blocken. Keine Gnade. Mach schon. Blocken. Los doch. Schon. Sauberer Schlag. Ach, verdammt. Da fehlt uns anscheinend doch noch ein bisschen was. Schade. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir Fuller eine draufhauen. Können wir den Kopf schon? Vielleicht. Ach, da schläft jemand. Kann das nicht noch warten? Nein. Was machst du denn hier? Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Wie kommst du über die Runden? Ich arbeite für, den Fischhändler. So, so. Ja, so ist das. Ich hole Fische ab und biete sie den Leuten an. Schwer beschäftigt siehst du ja nicht gerade aus. Momentan ist es ziemlich ruhig. Du wirst mich doch nicht beklauen, wenn ich hier schlafe. Was denn? Ich? Nein, sowas mache ich nicht. Das will ich dir auch geraten haben, sonst kriegst du den Ärger deines Lebens. Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Dieser Doyle. Keiner gesehen? Oh, Wildschweinfell, nehme ich auch mit. Gut, dann müssen wir wohl weiterschauen. Costa, hallo, du lieber heute noch nicht. So, da haben wir noch eine Beere. Haben wir hier. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Okay, dann nicht. Eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay. Unten geht es also zum Hafen und da geht es auch irgendwo hinauf. Wen haben wir hier? Hey, warte mal. Okay. Ich habe den besten Fisch der Stadt. Und du hast Glück. Weil heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Lass hören. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind 2 Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ja, ich kann's wirklich kaum glauben. Ja, oder so. Was hast du für Fische? Ich hab alle. Hering, fangfrisch. Und Scholle ebenfalls ganz frisch. Ist das alles? Nein, ich habe noch ein Hai im Angebot. Ein schönes Hai-Steak weckt alle müden Lebensgeister. Solltest du unbedingt probieren. Die da hinten sehen aber jetzt nicht gerade frisch aus, wenn man da hier die Fliegen beachtet. Redest du immer so viel? Was soll ich denn machen? Keine Sau will meine Fische. Hätte ich diesen Scheißstand bloß nie gekauft. Hab mein ganzes Gold dafür hergegeben. Ich hab einfach keinen blassen Schimmer vom Fischgeschäft. Warum verkaufst du den Laden nicht? Willst du ihn haben? Ich? Nein, ich hab keine Ahnung vom Fischen. Siehst du, so geht das den meisten hier. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Ich könnte mir in den Hintern beißen für diese Dummheit. Das kann ich mir vorstellen. Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir jemand finden, der den Laden kaufen will. Ich kann hier nicht weg. Was kostet dein Laden? Also zusammen mit der Ware sagen wir 300 Goldstücke. Puh.
Puh, na gut. Ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Das ist ja großartig. Nicht so voreilig, noch habe ich keinen Käufer gefunden. Aber das wirst du, mein Freund, das wirst du. Hier, ein Highsteak. Geht aufs Haus. Nett. Wo kann ich einen Käufer finden? Vielleicht am Hafen. Du könntest auch in der Kneipe fragen. Da gibt es bestimmt jemanden, der geeignet ist. Frag mal bei ehemaligen Fischern. Da könntest du Glück haben. Okay, gut. Gut zu wissen. Speichern, weiter geht's. Wen haben wir denn hier oben? Da haben wir mal einen Mana-Pilz und einen Druiden-Schierling. Und Finn. Hi. Hi, ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchior der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Tja. Würdest du einen Fischstand kaufen? Salty hat mich schon gefragt. Vergiss es. Ich bin Bauer und habe keine Ahnung von Fischen. Frag lieber im Hafen. Aber er sucht alle Arten von Arbeit. Na gut, ja, darüber diskutieren wir jetzt mal nicht. Pavel. Hi. Was auch immer es war, ich war es nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut. Ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Ist das die Synchronstimme von Matt? Ich hoffe mal nicht. Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Armer Pavel. Ein Kessel. Ich kenne kein Rezept. Okay, wir kennen kein Rezept. Wen haben wir hier? Oh, Belchior. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Lecker Eintopf. Danke. Du bist Magier? Aber ja, ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belchior. So einen haben wir jetzt genau gesucht, würde ich sagen. Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Klingt vernünftig und nett. Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben,
wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. Wie kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Boah. Weiß ich nicht. Gute Antwort, mein Sohn. Das wäre schon mal ein Anfang. Denn niemand kann es wissen, ehe er nicht den Weg eines Novizen beschreitet. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. Na gut, dann werden wir mal die Heiltränke für ihn verteilen. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Ja, vielen Dank. Neue Quest, Medizin für alle. Wieder speichern. Was haben wir mit dem hier? Flach, das ist Flavian. Das ist sein leergeräumtes Lagerhaus. Schön. Entschuldige, Pavel. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Ein tolles Leben hier in der Stadt. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Belschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben? Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Ich nehme mal an, er hat keine Felle. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Cole habe ich aber jetzt noch nicht gesehen. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Okay. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Ja, besser als nichts. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Belschwur, damit er es verteilen kann. Sehr gut. Neue Quest, Fälle für Fleisch und diesem ganzen Sachen und hier noch mehr, weil hier unten können wir noch welche reden. Da oben ist auch noch ein Novize, glaube ich. Mit denen allen werden wir in der nächsten Folge sprechen von Rissen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann. Ciao.